Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei PotionPoll mit. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge erfahren, wie das mit den Mondbroschen funktioniert. Jetzt müssen wir aber noch Mondenecken haben, das heißt, wir müssen Notfälle behandeln und zum Glück haben wir heute einen Notfall. Es ist der Meier. Aha, seltsames Gefühl. Der Brust, wir gucken mal nach. Taktreagenz brauchen wir dafür. Gut, dann sorgen wir aber dafür, dass wir Taktreagenz holen. Für ihn. Wir brauchen die Mondenelke. Und ich würde auch ganz gerne noch das Haus aufwerten. Taktreagenz, das machen wir einmal. Ist ja unser Geldmittel. Jetzt brauchen wir es mal für den Patienten. Unverschämterweise. Muss aber jetzt mehr als 500 springen lassen, weil das ist es ja wert. Muss er jetzt wirklich, ne? Er muss jetzt mehr als 500 springen lassen. Behandlung abgeschlossen. 600, okay, ja, gut. Das heißt, wir brauchen noch eine Mondelke. Ich reise jetzt mal zu Rain das Haus. Ich reise mal so dahin, weil die Uhrzeit. Ach, der wendet dann frühestens erst um 8 auf. Und ich muss ja eh noch eine Menge Rollen schlagen hier. Der Hund eigentlich. Ah. Okay. Oh, ein Event. Es kann sein, dass ich etwas mehr Zeit benötigen werde. Können du schnell machen für Ottmar? Aber das wird nicht möglich sein. Oh, hallo Extreme. Können du bitte Ottmar helfen? Bäh. Ottmar Geld gespart von Ottmars Café. Und Ottmar möchten benutzen, um Schiff von Liano zu reparieren. Ottmar halten geheim vor Liano. Ottmar wollen Liano überraschen und revanchieren für alles, sie hat getan für Ottmar. Und Ottmar wollen Liano zeigen, sie kann auf Ottmar verlassen. Also du helfen, Ottmar? Ottmar schulden dich viel. All das benötige ich, um den Bau zu beginnen. Für alles andere habe ich schon gesorgt. Gib mir also einfach Bescheid, wenn du alles Nötige hast. Erst einmal werde ich selber nach meinem gucken. Ja. Und zwar 55 Steine. 50 verkackte Steine. Kann nicht wahr sein. Eine habe ich jetzt aber. Ach ja. Und das ganze Zeug soll ich Ihnen dann auch noch geben. Ist ja nicht so, dass ich mir das wieder mühevoll erfarmt habe. Oh, naja. Aber erstmal sorgen wir für unseren Krams. So, ich möchte gerne, dass meine Klinik renoviert. Klinik, die neue Serumpräsätze freizuschalten, dein Einkommen zu erhöhen. Ich mache mich mal in die Verbesserung deiner Klinik. Ah. Bitteschön.
Ich glaube, das ist alles, was ich hier für dich tun kann. Ich hoffe, du bist jetzt rundum zufrieden mit deiner Klinik. Ja, nice. Dankeschön. Klinik ist auf der maximalen Stufe. Nice. Haus ausbauen. Platz halten. Ja, schön. Na gut, das nächste vielleicht das Haus, aber ist jetzt nicht mehr so wichtig, finde ich. Klinik ist jetzt fertig. Hier, das einmal abgeben. Klasse, nun kann ich gleich Ottmars Auftrag erledigen. Was soll das alles, Ottmar? Ich habe nicht um eine Reparatur meines Schiffes gebeten. Ottmar haben all das getan und Ottmar für Liano getan. Ein so großes Schiff zu reparieren ist aber nicht billig. Günstig. Woher hattest du das Geld dafür? Ottmar Geld gespart, seit Ottmars Strandcafé geöffnet. Ah, du hättest das Geld besser für dich selbst ausgegeben. Nee, Ottmar sich immer gewünscht, zu bedanken bei Liano für, was sie getan. Ottmar immer gehofft, Ottmar können Liano bestmöglich unterstützen. Nicht Ottmar, sondern Liano und Reyna und Extreme. Das ist nur etwas zu viel. Aber hey, vielen Dank, Ottmar. Du bist der Beste. Danke, dass ihr Ottmar geholfen habt. Ist ja irgendwie süß. Das Schiff ist repariert. Puh. Ist es nicht eine echte Schönheit? Ah, gibt halt immer noch Stellen, die ausgebessert werden können, aber besser als vorher. Das ist unglaublich. Wow, ich danke euch. Ottmar haben all das getan und Ottmar für Lerner getan. Eine engagierte Crew, abgeschlossen. Freundschaft gestiegen. Kriegen wir eine Mondecke? Kriegen wir eine Mondecke? Kriegen wir eine Mondecke? Nein, wir kriegen keine Mondecke. Okay. So, dann. Boah. Gehen wir jetzt schlafen. Bis so doch die Brosche haben. Ist doof, aber ja. Ich will zum Ende kommen. Ein Notfall. Es geht wieder los. Gucken wir doch mal. Wen hat es erwischt? Die Betten sind jetzt sauber. Es ist mal wieder die Sozilia, die ist so oft im Krankenhaus. Ich habe jetzt Selbstgefühl, rechte Fuß, Brust und nur die Beine, okay. Brust, beruhigender Wind und rechter Fuß, violetter Nebel. Da machen wir noch einen beruhigenden Wind für dich und dann hege ich deine Nelke und dann kann ich endlich meine Mission erfüllen. Ruhigender Wind. Ja, muss ich wieder manuell machen, ne? Nee, das ist doof. Da müssen wir wieder Gänseblümchen sammeln, ha? Wieder Gänseblümchen sammeln. Aber erst einmal kümmern wir uns hier drum. So. Cecilia, die scheinen wir jetzt. Warnung abgeschlossen. Wunderbar. Eine Bodenecke und das Geld erhalten. Auch sehr schön. Und wir gucken noch mal eben. Wir müssen in die Zeit totschlagen. Gänseblümchen holen. Immerhin ein paar Sporen. Auch er tatsächlich wieder Schleim, wer hätte es gedacht.
So, mal eben alles abgeerntet. Wunderbar. Und jetzt gucken wir mal. Oh, du willst auch noch mitgenommen werden. Dann machen wir das doch. So, dann gucken wir doch mal beim Laden vorbei. Das ist jetzt um 11 oder was ist die offensichtlich? Das sind ganz verwöhnte Arbeitszeiten. Erstmal schön bis mittags ausschlafen. 11 bis 17 Uhr. Was brauche ich denn nochmal? Zitronengedöns, ne? War da unten. Ja, komm, dann sammeln wir das noch ein. Bärenpfoten brauchen wir sowieso wieder ein paar. Dann ist das sowieso auch nicht alles umsonst oder so. Dann können wir die Zeit nochmal totgeschlagen. Noch irgendwas? Gänseblümchen habe ich schon. Ja, die Blumen da oben. Die da, genau. Sammeln wir noch mal eben ein. Die Käfer könnte ruhig mal öfters was droppen, ey. Leider aber noch immer viel zu wenig. So, jetzt haben wir ja von 21 gut. Die goldenen Käfer müsste ich jetzt nicht mehr machen. Haben wir jetzt erstmal wieder von genug. Nein! Warte mal, da müsste ich aber jetzt aber einen Apfelsaft reingießen oder was? So, jetzt können wir munter zu Nova. Wie geht es mit der Schmiedeschürze für Runenherz für Randora? Die neue Schürze für deine Tochter, die kommt gleich als nächstes auf meiner Liste. Kannst du sie etwas dicker machen? Letzte Woche hat sie sich bei der Arbeit leicht verbrannt. Ich könnte zwei Lagen Leder machen, wenn du möchtest. Vergiss aber nicht, dass es immer grün sein muss. Das ist die Lieblingsfarbe meiner Kleinen. Es könnte aber etwas länger dauern, da ich bestimmte Materialien dafür benötige. Wie lange? Ich weiß nicht genau. Vielleicht eine Woche, vielleicht könnte aber auch länger dauern. Na gut, das dauert zu lange, dass sie in der Zwischenzeit nicht vernünftig arbeiten kann. Es muss doch einen anderen Weg geben, Materialien zu beschaffen, meinst du nicht, Extreme?
Kannst du mir einen Gefallen tun? Du sammelst doch häufiger Materialien für uns dummen Dorfbewohner für deine Tränke, nicht wahr? Würde gerne einige davon kaufen. Nova benötigt bestimmte Materialien, um eine Schürze für meine Tochter zu nähen. Hast du alles von der Liste? Toll, dann gib sie wie immer Runenherz, sobald sie fertig ist, ja? Ich zähle auf dich. Ciao. Opal, jetzt ist immer zudringlich, wenn es um Runenherz geht. Findest du nicht auch? Mir scheißegal, ich will jetzt hier. Ja, Mohnbrosche. Oh, nice. Der Hund hat Hunger, ist mir auch egal. Will auch eigentlich hier nichts ändern. Nee, nee. Hund hat Hunger. Ist denn die Nova jetzt überhaupt schon wieder? Jetzt diese Quest natürlich jetzt weg haben. Jetzt habe ich sie hier einfach da rum existierend in meinen Dings hier. Wollt ihr die lieben Quests alle fertig haben? Hey Nova! Erstmal quatschen. Hey ho ho. Iwa. Und dann hier. Einmal abgeben. Hast du die Materialien, die ich benötige? Nein, ich quatsche dich einfach nur so an. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Du kannst die Schürze morgen im Laden abholen. Okay. Jetzt müssen wir Martha finden. Hund. Jetzt kommt der wichtigste Teil, mein Hundi-Hund. Machta. Wo ist meine geliebte Machta? Martha, mein Sonnenschein. Fegt ganz romantisch. Erstmal rede ich. Ich habe versucht, einen gesunden Lebensstil zu führen, um mich ausreichend zu erholen. Ich fühle mich heute viel frischer. Der Draht funktioniert tatsächlich. Danke. Immer noch das Gleiche, was sie sagt, aber okay. Ja, dann hier gestehen. Durch dein Liebesgeständnis schaltest du den romantischen Weg mit dieser Person frei. Fortfahren. Achtung, du kannst Beziehungsstatus nachträglich nicht mehr ändern. Ja. Moment, ist das nicht? Lass uns woanders reden. Das ist tatsächlich die Mondbrosche. Heißt das, du willst, dass ich deine Liebste bin? Natürlich will ich das. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Deswegen habe ich dir keine Mondbrosche geschenkt, wie es Brauch ist. Ich empfinde das Gleiche. Denn um ehrlich zu sein, ich habe diesen Schal hier für dich gestrickt. Ich wusste nicht, ob ich ihn dir geben soll oder nicht, weil ich Angst hatte. Aber nach deinem Liebesgeständnis gibt es jetzt alles einen Sinn. Ich hoffe, dieser Schal hält dich warm, wenn du unterwegs bist, um den Stadtbewohnern zu helfen, dass du ab und zu wenigstens mal an mich denkst. Dass dieser Tag endlich gekommen ist. Ich bin so glücklich. Extreme? Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung? Wir sind einfach so ganz zufällig aneinander vorbeigelaufen. Ich dachte, du bist bloß zu Besuch hier. Du würdest bald wieder abreisen. Aber dann sind wir in Kontakt geblieben. Du warst da, um mir zu helfen, als es mir nicht gut ging. Je öfter ich dich sehe, desto besser lerne ich dich kennen. Wie du alles so freundlich behandelst. Oh, ab und zu. Ich will dein Bestes gibst, um anderen zu helfen. Ich glaube wirklich, dass wir zwar ähnlich denken. Hehe. Du bist so freundlich gewesen. Nicht nur zu mir, sondern zu allen. Das mag ich an dir. Und mit jemandem wie dir zusammen zu sein,
macht mich glücklich. All unsere gemeinsamen Erinnerungen sind wie kleine Schätze für mich. Und jetzt, da wir ein Paar sind, können wir nur noch mehr gemeinsame Erinnerungen schaffen. In guten, in schlechten Zeiten. Du und ich. Zusammen. Ich liebe dich auch extrem. Endlich fiel das L-Wort mal. Ich dachte schon so, ah, da passiert jetzt nichts, aber Verabredung freigeschaltet. Dating. Wenn du mit einer Person eine gewisse Freundschaftsstufe erreicht hast, kannst du mit ihm oder ihr deine Gefühle gestehen, indem du besondere Geschenke überreicht. Du kannst diese besonderen Geschenke in deiner Schneiderei seitlich kaufen. Sobald du deinen Lieblingsstand hast, kannst du mit dieser Person ausgehen. Okay, wo ist sie jetzt? Wieder bei der Arbeit? Bartz! Liebling! Oh, Verabredung. Errungenschaft. Ja, das hört sich gut an. Hohoho. Ins Badehaus gemeinsam. Okay. Das ist ein bisschen strange. Ja gut. Das war jetzt schon süß, aber es war erst so ein bisschen. Erst so ein bisschen, wo du dachtest, what the fuck? Okay. Wir gehen zusammen ins Badehaus. Naja. Wenn wir das da gemietet haben, ne? Und wer weiß, was sie da so getrieben haben. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also, jetzt bin ich ja total verwirrt. Jetzt möchte ich meine Liebste nochmal sprechen. Mal gucken, was sie dann zu sagen hat. Aber das ist das, was ich erreichen wollte im Spiel. Wir haben alles geschafft. Wir haben Potion Permit quasi durchgespielt, kann man so sagen. Für das, was ich jetzt wollte, bin ich sehr zufrieden. Bin sehr happy. Ja. Hey, Xtreme, was macht dein Job? Du handelst jeden mit großer Sorgfalt und ich bin froh, dich hier zu haben. Ich bin sicher, dass es alle anderen auch so geht. Ich würde gerne etwas Zeit für dich bringen, aber mein Terminkalender ist heute voll. Na gut, wir haben ja jetzt ein Date gehabt. Ja. Schön, schön, schön. Ein Happy Ending quasi nochmal. Wir haben die Beziehung mit der Person aufgebaut, mit der wir zusammen sein wollten. Ich bin sehr happy. Wir sind am Folgenende und auch am Ende, ja, dieses Spiels, würde ich sagen. Also ich muss Fazit von dem Game, es macht sehr viel Spaß, es ist ein gutes Spiel. Die gesamte Story und die ganze Interaktion mit allen Dorfbewohnern macht sehr viel Spaß. Es gibt sehr viel zu lesen, sehr viele, sehr, sehr viele Quests mit sehr, sehr vielen Events. Oft blickt man gar nicht so richtig durch. Die Entwickler haben sich, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen zu viel vorgenommen für die wenigen Charaktere, die es im Game gibt. Dass es so viele Events gibt, dass man von einem Event zum anderen stolpert, ohne ja da wirklich mal nachzugucken. Aber der größte Kritikpunkt an dem Spiel ist halt wirklich das Gegrinde. Das Gegrinde, sei es beim Fischen, sei es beim Holz, Gold sammeln und Stein sammeln, ist halt einfach nervig. Es ist wirklich, darauf muss man sich einstellen, ein Erlebnis, sage ich dazu nur. Ihr habt es ja selber gesehen, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Hut ab, dankeschön, dass ihr dabei wart. Das ganze Gegrinde war es wirklich nicht einfacher gemacht. Aber trotzdem würde ich dem Spiel 6 oder 7 Sterne von 10 geben, sage ich mal, wenn ich das so bewerten müsste. Das Gegrinde hat es halt, glaube ich, schon eher auf eine 6 gemacht. Was eigentlich schade ist, weil das hat eigentlich gutes Potenzial. Das Angeln war auch nervig. Es ist eher eine 6, aber es macht schon Spaß und die Story ist ganz cool. Es ist ein kleines, niedliches Spiel, was ein Ende sozusagen hat. Es hat ein Happy End. Du kannst deinen mit einem Partner deiner Wahl zusammen sein oder Partnerin deiner Wahl zusammen sein. Und auch die Geschichten sind alles süß gemacht, viel Liebe reingesteckt. Definitiv ein schönes Spiel. Und deswegen habe ich das auch so lange gespielt. Ich muss ja sagen, ne, so viele Folgen jetzt, das sind ja über 50, glaube ich schon.
Ja, also habe ich ja nicht ohne Grund gemacht. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß. Zeigt es doch auch gerne mit einem Daumen nach oben, mit einem Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und kommentiert auch gerne, was haltet ihr von dem Spiel? Wie fandet ihr es? Schreibt mal eure eigene Meinung. Vielleicht habt ihr es doch selber gespielt. Lasst mir gerne mal Feedback da. Würde mich sehr freuen und interessieren, auch was ihr dazu sagt. Wie gesagt, insgesamt ein schönes Spiel. Ich habe ja noch lange nicht alles entdeckt. Ich werde das privat noch ein bisschen zu Ende spielen, vor allem um ein paar Errungenschaften noch zu sammeln. Aber von der Story her gibt es jetzt so nichts mehr Interessantes. Das Dorf ist gerettet. Rotburg ist von dem Chemikalien befreit und ja, die Liebe ist auch auf unserer Seite. Wir bleiben in Rotburg, wir helfen den Menschen. Das ist die Geschichte. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen, bin raus und hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Bis dahin, tschüss!